Und weiter geht's. So, jetzt geht's weiter. Und prügeln. Ich prügel dir. Ich geb dir. Komm her. Oh, damn. Herzchen hat auch noch auf dem Kopf. Wie süß. Yeah. Wow, cool. Der muss doch was Besseres haben. Das ist schon ein stärkeres Monster. 14 Goldmünzen. Wow. Fast das Vierfache, was das erste Vieh hat. Nee, da wollen wir nicht hin. Ja, und jetzt wollen wir aufladen und zuschlagen. Und er überlebt ja den normalen Schlag. Was? Woher kommt denn der? Boah, der hat den auch noch überlebt. Wow. Das Ding geht ja mal ab, ey. Bam. Fress, Alter. Yeah. Gut so. Ich glaube, ja. Oh. Nein, ich brauche jetzt definitiv einen Bonbon. Sonst würde ich putt gehen. Nimm das, Alter. Vampir-Tulpe. Und bam. LOL. Ich habe schon mitbekommen, dass es Secret of Mana 2 geben soll, aber ich weiß jetzt nicht, ob das Spiel jetzt wirklich in Deutschland draußen ist, weil ich habe es noch nie gesehen. Weil ich habe, wo ich mit meiner Super Nintendo habe ich eigentlich alle Rollenspiele. Was? Na toll. Komme jetzt gar nicht in die Stadt. Jedenfalls habe ich für meine Super Nintendo alle Rollenspiele gekauft, die ich finden konnte. Secret of Evermore, auf Mana, Lufia, dann irgendwas. Terranigma. Dann gab's glaube ich noch Time, irgendwas mit Time. Gaia of Time oder irgendwie sowas. Muss ich nochmal nachgucken. Meine Kassetten nochmal durchgucken. Lol, ich glaube ich muss doch zu dem Kanonier. Yeah. Wir können zwar rennen, aber falls wir ein Monster finden, möchte ich gleich gegen ihn kämpfen. Und man weiß ja nie, ob da jetzt eine Bonbon drin ist oder nicht. Ich tu mal eins fressen. Futtern. Yeah, Bonbon. Mein Schwert müsste eigentlich schon. Okay, ich bin Level 4. Was ist mit meinem Schwert? Und dann wird's Level 2. Mann, das muss man doch irgendwo gucken können. Das kann doch gar nicht sein, dass man es nicht sieht. Ich glaube hier vielleicht nein. Beim Verhalten ist es auch nicht. Es muss einfach hier sein, irgendwie. Aber ich weiß nicht, wieso. Waffenknopf und Infos. Aber wieso kann man jetzt nicht gucken, wie viel Erfahrung ich noch brauche? Es muss doch da einfach irgendwo stehen. Aha. Dann laufen wir mal jetzt zu dem Kanonier. Und killen noch bis dorthin Monster. Vielleicht bekomme ich dann das Waffenlevel gleich. Könnt ihr den zweiten Schlag sehen? Den Stufe 2. Ipa. Ich glaube, stärkere Monster müssen noch eigentlich mehr Erfahrung fürs Schwert geben. Bam. Bam. Yeah, baby. So, jetzt möchte ich nochmal schnell was gucken. Der hatte 16 Angriffe, jetzt hat er 17. Der bekommt also pro Level ungefähr 1 bis 2 Angriff.
es aussieht. Aber ob es wirklich jedes Level so ist, das ist natürlich... Ich glaube nicht, dass es random ist. Und bei den alten Spielen ist meistens alles fest eingestellt. Tja, Bella. Ja, du bist, genau, ich möchte zu Victor. Gleich bombt er mich nach oben. Man hat mich zwar nicht rausfliegen sehen, aber hier fliege ich. Oh Gott. Wie die Oberwelt aussieht. Und schon wieder auf den Hintern gelandet. Hey. Wir kommen aus Pandora. Pandoria. Und die Hexe Tura. Dura. zu bekämpfen. Falls jemand Russe ist, der weiß, was ich damit meine. Also der das Video anschaut natürlich. Hi Vicky. Auf geht's. Jura. Mann, wieso muss man die Buchstaben alle groß schreiben? Wow. Bruder. Oh, toll, auf den Treppen rennt der Typ nicht. Awesome. Ah, ich glaube, ich brauche erstmal dieses Orb dort hinten, damit ich mein Schwert weiter leveln kann. Wo ist Aquaria? Oh je, wie peinlich. Hallo Aquaria. Schön, dich mal wiederzusehen. Ich glaube, ich ändere doch den Hintergrund, weil man hier einfach irgendwie die Buchstaben nicht erkennt. Das soll Aquaria sein, die 200 Jahre alt ist. Aha. Sieh an, das Schwert sieht aus wie das Mana-Schwert. Blitzmerker. Aquaria, überall sind Monster. Dieser Junge hat gerade eins erledigt. Ich weiß, Ebe? Achso, Ebe und Flut brachten mir bereits die schlimme Nachricht. Die Mana-Kraft wird immer schwächer, deshalb konnte der Junge auch das Schwert aus dem Stein ziehen. Das wiederum erweckt die Monster zum Leben. Oh je, ich muss echt mal was machen, damit die Buchstaben hier erkennt. Noch mächtigere Monster versuchen, die Kraft des Mana-Schwertes zu stehlen. Erst wenn diese Monster besiegt sind, kannst du das Mana-Schwert mit Hilfe der Waffenorbs wieder reaktivieren. Deinen ersten Orb hast du bereits vom Sichelanbeter erhalten. Doch es gibt noch mehr solche Orbs mit Mana-Energie für das Schwert. Suche jemanden, der mit den Orbs dein Schwert stärker machen kann. Und dazu kommen wir später. Ich glaube, ich muss jetzt hier runter. Ah. Yay. Lol. Muss hier nicht irgendwas sein? Hm, es aussieht wohl nicht. Ja, und was jetzt? Okay. Oh, nicht mit dir. Ich wollte ja nicht mit dir reden, Mann. Yay, jetzt geht's weiter. Begib dich ins Imperium, Victor. Sie planen, die Mana-Festung zu reaktivieren. Meint ihr etwa die Festung, die in der Legende die Welt zerstören wird? Das ist kein Märchen. Das Imperium versucht, sie wieder zu reaktivieren. Das Imperium bricht die Siegel, die zum Schutz der Mana-Samen da sind. Sie haben es auch schon auf den Samen in diesem Palast abgesehen. Dann ist Pandoria auch in Gefahr. Oder was meinst du, Aquaria? Stimmt, Victor. Geh am besten gleich dorthin und warne den König. Okay. Okay, ich muss mir jetzt kurz wieder Pause machen. Wieder von vorne aufnehmen. Und weiter geht's. Und du, Jura, gehst zum Elfenteich. Die Zwerge dort... Oh, jetzt muss ich zu den Zwergen. Die dort leben, produzieren die besten Waffen weltweit. Okay. Vielleicht kann einer der Zwerge. Oh mein Gott, ich brauche echt mal diesen Hintergrund. Dann Schwert mit dem Orb stärker machen.
Mit einem stärkeren Schwert erhöht sich auch deine Kampfkraft. Wow. Ja, geh weg, verdammt. Ich will endlich den Hintergrund ändern. Yeah. Ja, das ist ja nicht auszuhalten. Man erkennt da gar nichts. Versuchen wir mal diesen Hintergrund hier. Aha, schon viel besser. Wovor hast du denn solche Angst? Festung. Bereits vor Jahrhunderten haben unsere Vorfahren versucht, die Mana-Kraft mit Hilfe der Mana-Festung zu kontrollieren. Erfolglos. Nur dem Mana-Schwert haben wir es zu verdanken, dass, mit Schafes, diese Welt noch existiert. Nach der letzten Schlacht haben Überlebende diese Welt wieder aufgebaut. Das ist das Mana-Schwert, aber es hat seine Kraft verloren. Die letzte Kraftreverse hat es wohl aufgebracht, als es dich gerufen hat. Welche Kraft? Das Imperium darf auf keinen Fall die Mana-Festung reaktivieren. Stell dir die Kraft deines Schwertes wieder her, sonst sind wir alle verloren. Und was muss ich tun? Du musst beweisen, dass du es wert bist, dieses Schwert zu tragen. Na gut. So, und jetzt berühre den Mana-Samen mit dem Schwert. Jo, das machen wir gleich mal. Cool. Für einen kurzen Moment sind das Schwert und der Samen ineinander verschmolzen. Du hast den Mana-Samen mit dem Schwert versiegelt. Von jetzt an richtet sich alle Kraft dieses Samens nur auf dich. Und zwar egal, wo du bist. Hä? Wo du? Wieso schreiben die dich alles groß? Dich gerade aufhältst. Es gibt insgesamt 8 solcher Mana-Samen. Also Stufe 8 ist das maximal. Du musst sie alle versiegeln. Okay. Hier hast du eine Lanze. Sie wurde früher von Mana-Rittern benutzt. Lanze halten. Yay. Aber ich möchte erstmal das Schwert auf Stufe 2 bringen. Sie wird euch Benutzung immer stärker, ähnlich wie das Schwert. Übrigens, es gibt noch weitere Waffen. Wie diese. Suche überall danach. Ich gebe dir Kraft. Ja, heil mich. Das Spiel schon speichern. Jusch. Zunächst solltest du zum Elfenteich gehen. Dort musst du nach dem Lava-Tempel suchen. Südlich von hier liegt die Stadt Pandoria, durch die du gehen kannst. Okay. Gehen wir mal dorthin. Und rein, dick, dick, dick. Bist du Treppe? Toll. Renn, Junge. Lol, das war ja aber jetzt... Das war jetzt ziemlich langes Laufen. Läufe, Läufe. Ich glaube, die Lanze ist sogar stärker als das Schwert jetzt, aber das juckt mich relativ wenig. Vielleicht kann man jetzt gucken. Mann, wieso kann man das nicht schauen? Ich glaube, das kann man nur bei Mana schauen, Magie. Die Lanze. Und jetzt gucken wir mal, ob sie wirklich jetzt stärker ist. 20. Jupp, die ist stärker. Aber zuerst leveln wir das Schwert. So, jetzt muss ich in diese Stadt. In, bam. Ah, hier kann ich doch auch noch was einkaufen. Soweit ich mich erinnern kann. Hier, Alter. Lol, immer nur ein Schaden. Und bam. So, dann gehen wir mal nachschauen. Was wir hier einkaufen können. Yeah. Brauchst du etwas? Zum Beispiel Ruffy. Was möchtest du? Handeln. Boah, fette Sache. Ein Armband. Natürlich kaufen wir das. Das ist nicht für den Helden, das auch nicht. Aber super war das alles. Auf Wiedersehen. Yo. Kleider. Dann rüsten wir mal aus. Nur eine Abwehr, aber trotzdem ist es besser als nichts. Wie man sieht, bleibt mir hier öfters irgendwo einfach hängen.
21. Bam. Lol. Ich mache ihm immer noch 15 Schaden und bin schon, was weiß ich, 2 Level höher geworden. Yeah. So, fertig gemacht. Da vorhin konnte man doch, glaube ich, gar nicht hin. Wow, Volltreffer, 42 Schaden. Da haben uns die Steine den Weg versperrt. Falls es überhaupt Steine waren. Dann gehen wir gleich mal in die nächste Stadt. Das Schwert muss doch endlich schon Level 2 erreichen. Komm schon. Das gibt's nicht. Bam. Wow. Volltreffer, einfach nice. Ich frag mich, wie viel Volltreffer da macht, wenn ich das Schwert auflade. Besonders auf Stufe 2, dann wird es richtig schöner Schaden. Und bam, 31. Ja, ich schätze mal, da wird es über 50 kritisch. Weil es gerade mal ungefähr 10 Schaden mehr macht, also. Aua. Yo. Okay, den noch besiegen. Und bald sind wir im Dorf von Doria. Yay, und hier sind wir. Ich glaube, diese Typen sagen nichts. Jo. Die können noch nicht reden. Endlich ein Kunde, ein Käufer. Das ist ja auch nicht für ihn, das gibt's ja nicht. Held, du bist Gaga. Wieso gibt's nichts für dich? 12 Goldmünzen, juhu, verkauf den Müll. So. Und schon wieder 8 Minuten, wie ich sehe. Müssen wir schnell noch mal kurz speichern und dann mache ich eine kurze Pause und spiele, mache dieses Let's Anzocken etwas später weiter. Oh, jetzt will er 10 Goldmünzen dafür haben. Das ist ja Wucher. Spielstand speichern. Yo, Alter. So. Ich mache mit dem letzten Anzocken ein andermal weiter. Viel Spaß, Leute. Man sieht sich. Es kann aber natürlich sein, dass dieses Video der Anfang vom anderen Video ist. Also, ihr werdet es schon sehen, wenn ihr einfach das Video anschaut. Viel Spaß. Und da wären wir wieder. So, wir spielen weiter. Ich habe inzwischen gelevelt. Hier ungefähr vier Level habe ich gemacht. So. Was ich dazu gekauft habe, ist eigentlich nichts. Ich habe mir nur Bonbons geholt. Kleidung für andere Spieler, falls ich sie bekomme. Ja, und Waffenlevel habe ich auch gemacht. Schwert Stufe 1 und Lanze Stufe 1 habe ich. Für das Schwert müssen wir jetzt das upgraden, also Schmied, damit wir das weitermachen können. Aber ich glaube, jetzt erforschen wir mal jetzt noch die Stadt. Vielleicht gibt es hier was zu holen. Also es gibt doch Super Nintendo Spiele, wo in Schränken und Töpfe Gegenstände liegen. Ich glaube Mystic Quest ist ein Spiel davon.
Das habe ich auch schon ewig lang nicht mehr gespielt. Das habe ich natürlich auch gekauft. Ich habe praktisch fast alle Super Nintendo Spiele. Selbst Star Ocean, das allererste Teil. Ist aber auch auf Englisch. So, schau mal, ich glaube, in dieser Stadt gibt es nichts mehr zu holen. Außer einkaufen und so. Jo, wie es aussieht. Ist es so. Dann gehen wir mal weiter. Wir müssten jetzt in zu den Zwergen. Haben sie ja vorhin gesagt. Ich hatte ja am Anfang ungefähr 17 Angriff, jetzt habe ich so 22. Knapp 2000 Gold. Machen wir mal weiter. Zeige ich euch gleich den Platz, wo ich gelevelt habe. Als erstes den Stufe 1 Schwertangriff, kennt ihr ja bereits. Na toll. Muss ich es nochmal machen. Jetzt nehme ich mal die Lanze. Jetzt zeige ich auch mal Lanzenangriff Stufe 1. Bam. Das ist also so ähnlich wie beim Schwert. Jetzt auch ein bisschen lieber mit der Lanze, weil sie etwas stärker ist. Lol. Oh, fliegende Monster, die können echt nerven. Lol. Wie man sieht, habe ich schon relativ gute Abwehr. Da machen mir die Viecher kaum Schaden. Ja, ich kill noch die Gegner, bis ich zu dem Platz komme, wo ich hin muss. Yay, es kommt noch das fliegende Viech hier. Lol, zwei Schaden. Yo, Baby. Und weiter. Na, ich kill nur noch die zwei und dann lasse ich die anderen einfach egal jetzt. Und das gelevelt habe ich ja schon, also von dem her. Lass ich die ganzen Monster jetzt. So, jetzt müssen wir jetzt da lang. Schade gibt es, dass es hier keine Karte gibt, die einem zeigt, wo man hin muss oder wo man gerade ist. Ey, da bleibt andauernd hängen, das ist so nervig. Da müssen wir jetzt da hoch. Oh, den Typen. Du weißt schon, dass du dich gerade einem Hexenmädchen, Wäldchen näherst. Na, viel Spaß. Vielleicht triffst du ja das Mädchen, das da gerade reingegangen ist. Ein Mädchen, das da gerade reingegangen ist? Hm. Ich
schau mal kurz. Ich glaube, da kann ich noch gar nicht, oder? Doch. Also, wer möchte, kann ich hier leveln, aber... ja, hier braucht man auf jeden Fall das Schwert. Damit man hier durch kann. Aber... hier habe ich nicht gelevelt, das ist nicht mein Levelplatz gewesen. Ist ja eigentlich egal, welchen Spieler man zuerst holt. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt hier hin muss. Ich habe woanders gelevelt. Mal schauen, was hat denn der zu verkaufen? Kaufen. Oh, okay, nichts Neues. Bonbon kann ich nicht mehr kaufen. Schokolade kaufe ich mir einmal. Später kaufe ich mehr. Ich bin so einer, der gerne Geld spart. Hilfe. Naja, dann holen wir eben sie zuerst. Was soll's, ist ja egal. Aua. Ja, Sommer, geht's noch? Oh, komm, das ist doch nicht euer Ernst. Was ist denn das für ein Müll? Die lassen mich gar nicht aufstehen. Na toll, ist das ganze Rumgerenne. Wieder bis ich dort angekommen bin. Und es sind gleich schon wieder 8 Minuten und ich habe praktisch überhaupt nichts gemacht. Ich habe gerade mal knapp 20 Erfahrungen oder so geholt, das war's. Naja, weiche ich mir jetzt einfach alles aus. Ich habe vorher nicht geheilt. Keine Bonbons benutzt. Bam, bam, bam. Also ich finde, das Spiel ist eines der besten, was auf Super Nintendo gemacht wurde. Das allerbeste, was ich auf Super Nintendo finde, ist Lufia. The Rise of the Sinistrials, was es jemand kennt. Und dann danach gibt es viele Spiele, die auf dem zweiten Platz sind. Zum Beispiel Secret of Mana, Secret of Evermore, Mystic Quest, Terranigma, Time. The Legend of Time heißt das Spiel, glaube ich. Super Punch-Out ist auch richtig cool. Das ist kein Rollenspiel, das ist ein Boxspiel auf Super Nintendo. Macht auch ziemlich viel Spaß. Muss ich echt sagen. Oh, das speichern wir gleich mal bei denen, dann müssen wir nicht den ganzen Weg wieder von vorne laufen, falls wir verlieren.